Wir haben wieder 5000 Gold. Ähnlich wie bei dem letzten Boss. Das passt also schon. Hallo, Alexander. Ja, doch dezent mehr Lebenspunkte. So. Und seine Pets machen jetzt auch dreifach Eisbälle und nicht einfach wie vorher. Und halten richtig was aus, die Pets. Oh. Das heißt, ich muss mich auf ihn fokussieren. Oh. Es werden langsam viel zu viele. Oh, das ist eine schöne Stelle. Durchprügeln. Oh. Hier gibt es ja auch eine maximale Anzahl an Pets, die ihr haben kann. Er hält nicht mehr viel aus, aber wir sind auch gleich tot. Ja. Also okay, bei dem Boss bräuchten wir einen Hokage. Gucken wir mal, was kommt. Spelunky, Lich King, Assassin. Nein. Space Sword, Paladin, Drache. Wart mal. Mit dem müssten wir richtig gut ausweichen können. Aber den kriegen wir so wenig Gold bei dem, wenn wir Architekten benutzen würden. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Und zwar, weil er den Chakram-Spell hat und wir damit durchgehend eigentlich rumspammen können, weil er halt mit jedem Treffer Lebenspunkt Mana wieder zurückkommt. So, was bekommt ihr jetzt noch Neues? Mana ab oder Magie ab? Magie ab wäre schon praktisch. Wir müssen so viel erhöhen. Aber ja, ich nehme Magie ab aus aktuellem Anlass. So. Noch irgendwas ändern. Wir könnten die Blutsachen wieder wegmachen, oder? Gucken wir jetzt das Cape an. Du hast das Doppelsprung-Cape, das ist okay. Du hast die Minus-Magie-Sachen, das ist nicht okay. Also wenn wir es wegmachen würden, hätten wir weniger. Okay. Drachenchest. Mana, weniger Rüstung. Nö. Ist alles soweit echt okay. Guardian Sword könnte bei so einem reinen Magierklasse recht praktisch sein. Oder beim Drachen zum Beispiel. Aber ja, nö. Für uns soll das jetzt soweit okay sein. Wir versuchen einfach mit den Zaubersprüchen alles wegzuspammen. Und zwischendurch, wenn wir keine Mana mehr haben, hauen wir ein, zwei Mal auf den Gegner und dann passt das. Ding, ding, ding. 20 Gold, yay. So wirklich viel stärker. Oh. Scheinen mir die Zaubersprüche jetzt aber nicht zu sein. Dolch wäre richtig praktisch. Als Spellsword. Denke ich mal. Können wir richtig spammen. Weil die Chakrams, die brauchen mir ein bisschen zu lange, bis sie rauskommen. Na komm, schieß. Zing. Zing. Wow. Wusch, wusch, wusch. Aber ja, so weit, so gut. 1000 Gold schon im Sack, wie auch immer ich das so schnell geschafft habe. Lebenspunkte sehen noch okay aus. Die werden ja noch weggeschubst, sehr praktisch. Oh. So. Oh. Au, 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 au. Ja, größter Haken halt, Lebenspunkte. Sieht nicht so wirklich doll aus.
Oh. Kaputt, 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 kaputt. Nicht treffen lassen. Oh, oh. Oh, 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 oh. So, kaputt. Sehr schön. Warum auch immer die Münzen da in dem Stein festhocken. Oh, und wir haben keinen Mana mehr. Dafür musst du jetzt leiden. Oh. Oh, oh. So. Kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Sehr schön. 2000 Gold. Kein Schaden nehmen. Nur. So. Den Raum mag ich nicht. Und wir müssen da einfach nach unten drücken und tada! Sprintrune. Es fehlen jetzt immer noch die allerersten Runen bei ein paar Rüstungsteilen. Und mit allererst meine ich diese Lebensabzugsrune. Die war ja recht weit links oben in diesem Runenmenü. Das ist echt komisch. Aber na gut. Wir wollen oben weiter gucken. Hallo, Skeletti. Oh. So, du bist für. Oh. Doombas. Ich mag dich nicht, Doombas. Au. Oh. So. Lebenspunkte unter der Hälfte. Aber schon 3000. War das gerade ein weißer Geist? Das ist der aus dem normalen Spiel. Das war definitiv eine Halluzination. Ich wusste gar nicht, dass unser Charakter halluziniert. Hm. Oh, und Lebenspunkte. Die sind doch immer gern gesehen. So. Du bist nicht mehr da. Oh, hopp mal. 10. Das sind alles HP. Die lasse ich nicht stehen. Sehr gut. Zing, zing, zing. 6500 Gold. Also, ich weiß ja nicht. Also, der Typ hier hält eigentlich genauso wenig aus wie die anderen Spezialcharaktere. Aber trotzdem reiße ich mit ihm irgendwie immer mehr. Oh, du darfst mich nicht treffen, du Cheater da unten. Oh. Quietsch, 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 quietsch. So. Achso, der ist wieder nicht da, der Kleine. Ja, macht Sinn. Du bist nämlich viel zu klein für dieses Hardcore-Gebiet hier. So, dich benutze ich, um Mana zurückzubekommen. So. 8600. Lebenspunkte sehen auch wieder okay aus. Hammer. Oh, oh. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, Skelett hier ist schon mal nicht da. Was zur Hölle bist du für ein Blobosaurus Rex? Warum kriege ich für dich keine Mana? Nein. Oh. Ich glaube, ich sollte da nicht weitermachen. Der ist doch ein wenig zu hardcore. Karte sagt, es gibt gar nicht mehr so viel zum Weitermachen im ersten Bereich. Hey, das könnte ja fast bedeuten, wir hätten zum ersten Mal, also nach den beiden Räumen da hinten, im New Game Plus Modus die erste Ebene freigemacht. Sehr schön. Also wenn da oben jetzt nicht zigtausend Räume sind. Was nicht so danach aussieht. Jedenfalls keine schweren Räume. Nee. Ja, aber wir waren auf einem guten Weg. Das ist das Wichtigste. Keine Reihe voll. Schade. So, wir haben einen Hokage, der sich schnell bewegt und nostalgisch ist. Und ein Paladin, der Basketballspieler sein soll. Nein, Hokage ist besser. So, 8749. Wir haben diese imperialen Bracer noch nicht freigeschaltet. Die werde ich mal kurz angucken. So, Dragon Limb. Ja. Wir sind einfach schlechter. Sehr schön. Nö.
8 Schaden, ist echt nicht so viel. Ja, ne gut, Runen müssen wir nicht ändern. Wir brauchen jetzt doch nur mehr irgendwas. Was war hier hinten? Ah ja, Tod. Ignorieren. Mehr Angriffskraft ist wichtig. Mehr Lebenspunkte sind wichtig. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. So. 3, 2, 1 Lebenspunkte. Das sehe ich mal als gutes Omen. 3, 2, 1, 0, 10.000 Gold. Und der ist echt ganz schön schnell. Ah, das könnte wieder ein Problem werden. Schnell sein ist ja immer so eine Sache bei mir. Wow, wow. Es geht aber ganz schön ab. Yay. So. Also, Stacheln dürfte mich nicht so wirklich tangieren. Ich bin viel zu schnell für Stacheln. Hui. Hui. Sehr schön. Also, schön systematisch. Wow. Alles töten. Das wäre jetzt echt cool, wenn wir wieder in eine Stage kommen, wo wir alles in dem ersten Gebiet one-hitten könnten. Das wäre irre praktisch. Oh. Du musst tot sein. Warum ist immer eine Kanone? Mehrere Kanonen. Augen. Ich mag keine Augen. Ach du, was zur Hölle ist hier los? So, komm, kaputt, 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 kaputt. Wir sind gleich tot. Menno, so läuft das nicht mit dem... Oh, oh. Mit dem Hokage. Brauchen wir einen anderen Raum. Brauchen wir einen leichteren Raum. Nein, ich bin reingelaufen. Wie viel Gold haben wir? Müssen wir gleich gucken. Barbarenkönigin 3D. Lich Queen. Nee, komm, sag mal was anderes. Hokage mit MP und kein Fußpuls. Oh, das ist sehr gut. Das könnte die Rettung sein. So, 1200 Gold. Bringt gar nichts. Und jetzt Konzentration. Gib mir Gold. Mehr Gold. Säckeweise Gold. So. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach Schritt für Schritt jeden Gegner töten. Was zur Hölle? Warum rutschst du einfach hier rüber? Das war nicht im Bad. Ah. Ich hasse die Doomwasser. Genau euch. Bin nämlich gleich schon wieder tot. Nur wegen diesem einen Doom. Doom. Bah! Ah, das ist nicht gut. Oh. So. Nein. Den Raum tue ich mir nicht an. Die Axt können wir nicht so werfen, dass sie nach unten fliegt, okay? Also ich muss mir den Raum rechts antun. Oder ich gehe nach unten. Unten. Okay. So, geht alle kaputt. Oh. So. Langsam geht's wieder. Also manche Räume sind echt garstig. Kann man nicht anders sagen. Da kommen so viele Projektile angeflogen. Das ist krank. Oh. So. Eismal der Tod. Noch ein Hühnchen. Sehr schön. Sehr schön, gleich wieder volle Lebenspunkte. Mana, Quatsch, Gold, nicht ganz so toll, aber wird schon noch.
Au. Oh.